Dragon Ball Quiz. Was ist denn Dragon Ball? Keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Spiel? Ähnlich wie Pokémon, so eine Serie. Ja. Ja, da sieht man mal. Zeit können wir auch schon starten, finde ich. Da kommt die. Genau. Bundeswehr-Quiz. Ja, das wäre mal interessant. Oh, Das das wäre. wäre mal interessant. Ja, hat man geschrieben. Dragon Ball ist Anime. Ja, da kann ich mich leider nicht aus. Das muss dann, wenn der Winston oder die Christina machen. Da habe ich null Ahnung. Annika kann bestimmt auch sowas. Genau. Ja, ja, ja. Medizin-Quiz wäre nice. Oh, ja, Wäre mal wirklich spannend. das wäre wirklich auch mal eine tolle Idee, muss ich so Bibi sagen. Blocksberg-Quiz. Moin aus Lübeck, schreibt jemand. Alles klar, alles klar. Carsten, I love you. Harry Potter. Harry Potter-Quiz haben wir schon oft gehabt, muss man Haben wir sagen. schon mehrmal gehabt. Stimmt. Stromberg-Quiz, ja, da bin ich schon dran, dass ich da eins mache. Märchen-Quiz. Muss ich eins machen. Ich habe zwei Quizze, die ich mir auf jeden Fall noch vornehme. Stromberg-Quiz und King of Queens-Quiz, die zwei Sendungen. Ein Quiz-Quiz. Ein Quiz. Ja, so eine Ja. Art. Marvel-Quiz. Ja. BVB-Quiz. Ja, bald ist ja wieder Fußball angesagt, dann werden wir wahrscheinlich wieder unser Bundesliga-Quiz haben. Also, freut euch drauf. Genau, Jörg Pilawa-Quiz. Boah, viele Beispiele, das freut mich. Ich werde, wie gesagt, das gucke, lese mal alles in Ruhe durch. Aber erstmal volle Konzentration auf dieses Quiz. Und hallo und wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Mein Name Jan Tauer. Ich führe euch heute durch die Show. Mit mir dabei sind die zwei an der Technik. Der Winston, der am meisten macht, und der Frankie, der ein bisschen weniger macht. Ja, der liegt hier und chillt, wird gleich einpennen in meinen Schoß. Genau, richtig. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, heute ist ein bisschen spezielleres Quiz, und zwar ein Intro-Musik-Quiz. Das heißt, ihr hört oft den kurzen Anfang eines Liedes oder ein bisschen länger, und ihr müsst erraten, was das für ein Lied ist, Gruppe ist oder dies und das. Ne? 12 Fragen wie immer, bis Frage 7 Rettungsring könnt ihr benutzen. Das ist kein Problem. Folgt uns gerne auf Instagram, Freunde. Da gibt es immer schöne Sachen erfahren, wann wir wieder loslegen, wann wir Pause machen, wann wir was Neues machen, besonders machen. Also folgt uns da, ist auf jeden Fall wichtig. Und auf Instagram den Link bekommt ihr, wenn ihr rausfliegt oder am Ende des Quizzes. Montags übrigens haben wir was ganz, ganz Tolles. Und zwar ein Logo-Quiz. Das heißt, ihr müsst unterschiedliche Logos erraten. Und das ist immer sehr interessant und sehr lustig, auch weil man denkt, man kennt das. Im Endeffekt kennt man es nicht so, wie man immer denkt. Also schaltet gerne noch am Montag ein fürs Logo-Quiz, da würde ich mich freuen. Morgen haben wir unser Wochenfinale, wenn ich mich nicht irre. Das stimmt, das stimmt. Und noch ein normales Quiz auf jeden Fall davor. Also auch gerne einschalten. Heute geht es ja auch um einiges wieder. Das heißt, antwortet ihr 12 Mal richtig, dann habt ihr die Chance auf einen Preisbord. Und der Teil des Preisbordes, der liegt bei. Yes! 200 €, das finde ich toll. Da gibt es zwei Daumen hoch für diesen Samstag. Nicht schlecht. Da fragen viele, wann das Bundesliga-Quiz wiederkommt. Das weiß ich noch nicht, aber ich kümmere mich drum und werde euch auf Instagram oder irgendwie während einer Show darüber informieren. Drei Daumen hoch, ja, geht gerade nicht. Aber sonst freue mich, danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr euch auskennt. Wie gesagt, dreht das Volume. Die Lautstärke auf volles Kanonenrohr hoch. Jetzt kommt Sound Nummer 1. Frage dazu: Wie heißt die Band? ABBA, Lordi, Five Finger Death Punch oder Modern Talking? Frauentauschquiz, na, Mama Quiz, ja, das können wir auch mal gerne machen. Ich sagte, na, du und dein ABBA, ey, ja. Das hier kennt ja wohl jeder. Das war das gute alte Mama Mia, die haben ihr Comeback letztens auch gefeiert, und natürlich keine geringeren als ABBA ist hier die richtige Antwort, und das wussten wie viele Winston? 6.875 Personen, haben wir kaum welche verloren. Schön, dass so viele sich den Yes. Samstag für uns Zeit nehmen. Sehr gut, knapp 70 Leute rausgeflogen. Aber bis Frage 7 Rettungsring könnt ihr benutzen. Und vor der zweiten Frage gibt es wieder einen Sound. Frage hierzu: Wie heißt diese Gruppe? Coldplay, One Republic, The Killers oder Imagine Dragons? Der Chat ist sehr gut drauf heute, merke ich. Britische Popband, 80 Millionen Tonträger weltweit verkauft, Wahnsinn. Das Lied heißt Clocks von der Gruppe.
der Chat sagt es ja eh schon. Coldplay ist natürlich hier gesucht. Wie viele wussten das? 6837. Sehr, sehr, sehr gut. Das freut mich. Dritte Frage. Und ja, es gibt nochmal einen Sound. Ein bisschen kürzer. Also hört genau zu. Frage hierzu. Wie heißt dieses Lied? Waka Waka oder Hips Don't Lie? Nicht vertun hier, weil beide diese Songs sind von der guten Shakira gemacht worden. Aber das, was wir hier gehört haben, das Intro, was wir gehört haben, war ja das Lied zur WM, in Fußball-WM in Südafrika. Es heißt nämlich Waka Waka, It's Time for Africa. Das wussten auch die allermeisten sehr gut. Zu einfach schreiben einige. Es wird schwieriger. Es wird noch schwieriger. Entspannt euch. Frage 4, Sound Nummer 4. Und hört's auf. Wie heißt dieses Lied? Night Fever, How Deep Is Your Love, Jive Talking oder Stayin' Alive? Interessanter Fakt hier ist, das wird ja sehr oft zur Herz-Lungen-Rettung benutzt. Ah ja, für das Tempo, Genau, fürs Tempo. Das ist natürlich von den Bee Gees das Lied. Und das heißt Stayin' Alive, liebe Leute. Und das wussten wie viele? 5.333 haben ein paar an Night Fever verloren. Das hört sich so ein bisschen auch an, ist es aber nicht. Rettungsring könnt ihr noch benutzen. Frage Nummer 6. Ein deutscher Klassiker, den hören wir hier. Man will immer mitsingen. Wie heißt denn dieses Lied? Schöner fremder Mann, du lässt dich gehen, der Mann im Mond oder Marmorstein und Eisen bricht? Der Chat ist Wahnsinn. Der Chat ist stark heute, muss ich sagen. Ja, wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut vor allem, weil das Lied ist von Drafi Deutscher aus dem Jahr 1965. Und das heißt natürlich Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. 5672 Leute wussten das, 84 einen Rettungsring benutzt. Gehen damit mit uns zur Frage Nummer 6 und Sound Nummer 6. Hört gut. We're caught in a trap. Wie heißt dieses Lied? In the Ghetto oder Suspicious Minds? The King. Habt ihr natürlich recht, ist von Elvis Presley. Stimmt, aus dem gleichnamigen Album From Elvis in Memphis, glaube ich. Und das Lied ist aus dem Jahr 1969. Suspicious Minds ist gesucht. Vor der siebten Frage verlieren wir noch knapp 2000 Leute. Wir gehen zur siebten Frage. Das ist die letzte, wo ihr euren Rettungsring anwenden könnt. Und wow. Dieses Lied, also, da wird man happy. Frage Nummer 7, Sound Nummer 7. Ja. Und wie heißt denn die Sängerin? Ist das Diana Ross, Donna Summer, Gloria Gaynor oder Tina Turner? Ja. Alle vier sind super, super toll, muss man so sagen. Absolute Legenden. Mhm. Der Chat schreibt so ein bisschen Diana, Gloria. Also ihr habt euch schon auf zwei... Ich hab ein paar Donner gesehen, ein paar Donna Summers auch gesehen. Hast du auch gesehen? Aha. Eine von den dreien ist auf jeden Fall richtig. Es ist nicht Diana Ross, es ist nicht Donna Summers, es ist Gloria Gaynor. Das wussten. Ja, die meisten. Okay, da habt ihr ein bisschen... bisschen Schmu geschrieben hier im Chat. Achte Frage. Bei der Frage könnt ihr das nicht mehr benutzen. Das heißt, drückt nicht zu schnell. Volle Konzentration. Frage 8, die kommt hier. Wie... Wartet mal kurz. Wie heißt diese Gruppe? Ist das Snap, Corona, Tour Unlimited oder Culture Beat? Absolutes Lieblingslied von mir. So viel kann ich schon mal sagen. Da habe ich in den 90ern, glaube ich, nur getanzt und danach bestimmt immer noch. Rhythm is a Dance heißt das Lied. Ist von der 1989 gegründete Band Eurodance und Trance Project von Frankfurter Produzenten Michael Münzing und Luca Ancelotti. Snap ist gesucht. Das wussten
Easy. Habe ich mir aber schon gedacht, Wilson. Habe ich mir schon gedacht, dass das leicht wird, weil ihr kennt euch aus. So sieht's aus. Frage Nummer 9 gibt's den Sound Nummer 9. Wie heißt dieses Lied? Hurricane, Blowing in the Wind, Lay, Lady Lay oder Handle with Care? Muss ich mal gucken, was ich in meinem Skript habe. Absoluter Klassiker von Bob Dylan. Genau richtig. Frage. Genau richtig. Amerikanischer Sänger Robert Alan Zimmerman heißt er eigentlich. Und das Lied, das wir gehört haben von ihm, war Hurricane. Das wussten auch fast die allermeisten. 2699 Leute, das freut mich. Bei der Frage 10, ich warne euch jetzt schon mal, es wird sehr kurz. Wir spielen es zweimal ein, weil es sehr kurz ist, aber hört genau zu, zweimal hintereinander. Und nochmal. Nochmal. So, wie heißt dieses Lied? War das Halo, Run the World Girls, Drunk in Love oder Single Ladies? Ja, und Beyoncé ist natürlich gesucht, so viel kann ich schon mal sagen. Und der Winston war so frei und hat uns hier eine Auflösung gebracht. Na klar. Da habt ihr es gehört. Run the World, Girls. Oh, da haben wir 1000 Leute verloren. Eieiei. Vor den letzten zwei Fragen. Aber immerhin, 1681 Leute geben uns die letzten zwei Fragen. Frage Nummer 11. Sound Nummer 11. Wie heißt diese Sängerin? War das Nancy Sinatra, Carly Simon, Carla Bruni oder Caroline King? Bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Das schrieb man gerade. You're So Vain, genau richtig. So heißt das Lied von der US-amerikanischen, übrigens, der hat den Grammy und Oscar gewonnen, ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin Carly Simon. Wie viele wussten das, Winston? 1162 Leute, sehr, sehr, sehr gut. Ihr gebt uns in die letzte Frage. Frage Nummer 12. Frage Nummer 12, Sound Nummer 12. In welchem Film ist dieses Lied zu hören? Eiskalte Engel, Basic Instinct, Wild Things oder Gefährliche Liebschaften? Schreiben viele Colorblind. Ja, das ist richtig. So heißt das Lied. Von Counting Crows. Genau, richtig. Aber was wir suchen im Film, und das ist ein US-amerikanischer Filmdrama von Roger Campbell aus dem Jahr 1999, auf dem Roman Gefährliche Liebschaften von Charles de Laclos basiert. Eiskalte Engel ist gesucht, das wussten 463 Leute. Herzlichen Glückwunsch, wir geben euch schon mal einen Instagram-Link, folgt uns da gerne. Und mal gucken, was es gibt. 43 Cent, nicht schlecht. Wie gesagt, ihr könnt immer noch weiter spenden an das Rote Kreuz. Denkt dran, nicht vergessen. Und wir haben unter anderem Maxi 8070, Glückwunsch. Hit Girl 175, Glückwunsch. Sansibar 1975, Glückwunsch. Zelter, Glückwunsch. Kula Erbse 22, Glückwunsch. Ghosty 01, Glückwunsch. D. Bates, Glückwunsch. Chill, Kröte, SD, Glückwunsch, Lilith, 199, Glückwunsch, 30.06.2012, J, Glückwunsch. Und an alle anderen, die gewonnen haben, natürlich auch Glückwunsch. Und an alle anderen, die nicht gewonnen haben, schaltet morgen wieder ein, 7:45 und 8:45 haben wir zwei Quizzes. Und Montag Logo-Quiz, auf gar keinen Fall verpassen. Du bist wieder hier unten morgen. Na klar, ich bin ja immer hier. Sehr gut. Dann verpasst den Winston morgen nicht. Danke für heute Abend, bleibt gesund, passt euch auf und tschüss. Mach's gut, ciao. Schade, dass ich rausgeflogen bin.
Ja, die Frage mit Beyoncé, das hätte man eigentlich hinkriegen können. Aber bei der anderen Sache hier mit Simone, was war das? Carla Simon oder was? Das hätte ich auch nicht gewusst. Die letzte Frage ging wieder. Aber na gut, sollte halt nicht sein. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Und dann schaue ich mal, ob ich da mal gewinnen kann jetzt. Dann würde ich sagen, bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt wie ich beim Erstellen dieser Videos.